Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zum ersten Booster-Unboxing zusammen mit Games Island hier auf dem Kanal. Wir haben die Schmiede des Schicksals, machen diesmal wieder ein 4x9 Booster-Unboxing. Haben uns ja für den Mittelweg entschieden zwischen 6x6 und 3x12. Machen wir 4x9. Hier diese wunderschöne Challenge Accepted Playmat. Gibt es auch bei Games Island übrigens. Unsere Challenge ist Deutsch Foil Monastery Mentor, würde ich sagen. Ne? Diese Unboxing-Reihe. Und ja, ich bin gespannt, was wir aufmachen. Auch ich bin auch sehr gespannt, wie viele Fetchländer wir drin haben. Beim Pre-Release ist das schon ab und zu vorgekommen, dass man das halt gesehen hat. Aber jetzt haben wir mal ein komplettes verschlossenes Display und schauen mal zusammen, ob da, ich weiß nicht, mein Tipp ist zwei Fetchländer. Ich sag zwei Fetchländer sind hier drin und gucken, könnt ihr auch mal einen Tipp abgeben und dann schauen wir mal am Ende, was dabei rausgekommen ist nach den vier Videos. Und 6 und 3. Fangen wir mit den ersten 9 Boostern zusammen an. Gucken mal ein bisschen. Ich sag noch mal ein bisschen was hinsichts zum Draften vielleicht. Ein bisschen was. Also ein paar Sealed-Videos habe ich ja auch schon hochgeladen. Und ja, gucken wir mal. Also hinten erstmal die letzten Karten. Hier haben wir windgepeitschte Felswand. Leider kein Fetchland. So, Gesandter der Sultai. Vermummte Meuchlerin, welche ich übrigens extrem gut finde, in einem aggressiven Mardu-Deck zum Beispiel mit vielen Tokens, wo einer immer casual irgendwie ein 1-1er Goblin-Token oder sowas totblockt, da kann sie halt als Removal dienen. Sehr, sehr, sehr geile Karte, wie ich finde. Die Verachtung, ja, Sandexplosion, auch eine super starke Common, wie ich finde. Ist so ein bisschen wie der Deadshot. Also 5 Schaden schießen ist nie schlecht. Auf dem Pre-Release habe ich tatsächlich relativ viel mit den Kruschoks gespielt. Interessante Bestie und ich glaube auch, dass das wilde Kruschok ist, glaube ich, mit meine Lieblingskammern aus diesem Set. Ich glaube, Projekt Schmiede des Schicksals für die Leute, die Lust haben auf Fanpost, sind wilde Kruschoks. Ne? Die Traktorbestie haben wir sie liebevoll genannt. Super geil, also das Blutfan finde ich eigentlich wesentlich geiler, noch so gesehen, aber das ist zu schlecht und das Kruschok hat mir gut gedient am Pre-Release. Bogenschützen finde ich so medium prächtig, sage ich mal. Schuppenwächter-Elite. Ist auch so mittelprächtig. Absahnbändiger, richtig, richtig stark, meiner Meinung nach. Weil er, das ist so, ich finde, das ist so ein bisschen wie ein Absahnder Confident schon fast. Nur, dass man kein Leben verliert, aber auch nicht so leicht Karten zieht. Ist ganz gut. Mardu Schattenspeer und dann haben wir den Hort. Das ist natürlich so, braucht man nicht so wirklich. Macht Colorless Mana, kann Speichermarken drauflegen, um halt irgendwie Drachen zu beschwören. Aber, ja, ist jetzt nicht so die Premium Rare, würde ich sagen, zum Start. Die Rares lasse ich auch mal hier so draußen. Den Rest sortiere ich mir direkt außerhalb. So, Booster Nummer 2. Wir haben ja auch Eugene drauf. Ne, wer die Spoiler-Videos gesehen hat. Eugene. Wobei ich jetzt auch gehört habe, Schmiede des Schicksals, also wenn es sich um deutsche Karten handelt, dann ist es Eugen. Und die Leute, die Englisch bevorzugen, ist Eugene. Oh ja, die Geister-Tokens finde ich ganz, ganz schick. Tue ich mir mal beiseite. Dann haben wir einen Riesenhorn-Kruschok. Vielleicht, das ist eigentlich ein Zeichen. Ich glaube, ich werde alle Kruschoks in voll sammeln. Also alles, was Kruschok im Namen hat und eine Bestie ist. Ich glaube, das wird's. So, Foils lassen wir auch mal zusammen. Absahn-Vorteil, ja, Sideboard-Karte würde ich sagen. Rache der Ahnen ist halt mit Doppelschwarz ein bisschen tricky, aber definitiv spielbar. Nochmal die vermummte Meuchlerin. Sandexplosion sehr stark. Kollateralschaden finde ich auch nur so mittelstark. Das Mastodon. Klinge des Helden ist tatsächlich das erste Mal, dass ich das gesehen habe und ich war auf allen 3 Pre-Releases bei uns. Den Freitag habe ich zwar nur organisiert und so ein bisschen gejudged, aber diese Karte habe ich nicht einmal gesehen. Interessant. Und dann habe ich 5 Runden am Samstag selber gespielt und gestern nochmal 4 Runden, also Sonntag. Und nicht gestern, gestern vor einer Woche ungefähr. Wandernde Meisterin. Gelagerte Verteidigung. Belagerung der Zitadelle. Damit habe ich. Ich habe tatsächlich mit Kai Two-Headed Giant gespielt. Also das heißt wir. Ich habe mit Kai im Team Two-Headed Giant gespielt. Den Sonntag haben wir den Pre-Release Two-Headed Giant gespielt. Die war in meinem Deck. Super, super stark. Ich habe Mardu gespielt. Kai hat Temur gespielt. Und ich war ein bisschen der Aggressor so in dem Deck und super starke Karte mit Karne zusammen. Also das ist eine richtige Limited-Bombe auf jeden Fall. Muss man dann doch sagen.
Dann Booster Nummer 3. Ah, schade. Ich wollte gerade sagen, das hätte auch ein Arid Mesa sein können, aber die sind ja noch nicht gedruckt. Also falls sie reprintet werden, die sind noch nicht reprintet. Geschärftes Bewusstsein, Gesandtheit der Sultai, Rekursieren, Madurunzeichen, Kriegsleuchten, ganz nett fürs aggressive Madu-Deck, finde ich. Nochmal eine Sandexplosion, Krotik, so mittelprächtig. Oh, hiermit Temur Kampfhut, da haben auch wurden auch einige Leute schon totgeschlagen, habe ich auch schon gesehen. Ritual der Auflösung, Ork Scharfschütze und Yasova Drachenklaue. Ja, die ist tatsächlich nicht schlecht. Als Rare, 3 Mana, 4, 2 verursacht Trample. Zu Beginn des Kampfes können wir in den Izzet-Farben 3 Mana bezahlen. Falls wir das tun, können wir eine Kreatur übernehmen beim Gegner, die weniger Stärke hat als sie. Enttappt und kriegt Eile, die Kreatur. Das ist auch eine nette Limited-Karte, definitiv. Kann man auf jeden Fall was mitmachen. So. Ein Manifestieren-Token. Ah, das hätte ruhig eine Platz den Meier sein können, würde ich sagen. Absahn, Schwadeführer, habe ich auch immer gespielt. Ist eigentlich ein solider Vordrop. Jeskai Weiser, von dem bin ich ja Riesenfan. 1-1 Prowess, wenn er stirbt, zieh eine Karte. Der ist echt ganz nett für leicht controllige Decks. Und mir hat auch Manifestieren sehr gut gefallen bisher, muss ich sagen. Also es ist irgendwie geiler als Morph, keine Ahnung. Ugins Konstrukt, Loyalitätsverlagerung. Frucht des ersten Baumes. Ah, die rote Belagerung des Außenpostens. Für 4 Mana, für Kane können wir zu Beginn des Versorgungssegments die oberste Karte ins Exil schicken. Da haben wir im Spoiler sehr ausführlich drüber geredet. Also ein Chandra-Nuller-Effekt. Und bei Drachen, immer wenn eine Kreatur von uns das Spiel verlässt, können wir einen Schaden schießen auf eine Kreatur deines Spieler. Ist okay. Im Limited finde ich sie ganz gut, weil da ist jetzt nicht so viel Enchantment Removal. Zum Beispiel jetzt im Sealed, hätte ich die im Sealed gehabt, hätte ich die auf jeden Fall auch gespielt, wenn sie mit den Farben gepasst hätte. Und dann ist sie echt gut, weil sie super gut Kartenvorteil macht. Wenn man nicht allzu viel Druck auf dem Board hat, also der Gegner nicht zu viel Druck aufbaut, dann ist das eine echt gute Karte. Oh, eine voll verlassene Ödnis. Sehr gut. So. Rekfokussieren, nochmal der Geschwadenführer, Runenzeichen, Weiser, Sandexplosion. Pat im Drachenfeuer. Fand ich auch super stark. Marangfluss, Herumtreiber, 2-1 unblockbar, kann nicht blocken, können aus dem Friedhof wieder casten. Super, super geil. Pyrotechnik fand ich auch super. 5 Mana, 4 Schaden frei verteilen, auch im Limited sehr, sehr stark. Meditation der Weisen. Könnte man wieder was mit dem Aura-Deck machen. Und, noch eine Yasova. Ah ja, und noch ein tristes Gewässer. Stimmt, da war ja eins voll drinne. Die zweite Yasova schon in diesem Display. Die kommen auch relativ oft vor. Die legendären Kreaturen. Diese. Ja, ich weiß gar nicht, wie man die jetzt gerade nennt, den Cycle. Also immer die irgendwie eine Farbe haben und dann in den fehlenden Farben ihres Clans dann eine Activated Ability haben. Die ist nicht voll die friedliche Bucht. Schade. Also kein Fetchland. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, die Rares sind relativ häufig vertreten. Genau wie die legendäre. Ne, die sind nicht legendär, die Drachen. Die Drachen. Die sind auch, finde ich, relativ häufig in den Boostern. Pilger der Feuer, von dem bin ich ja nicht so überzeugt. Und zwar, erster Trample ist ganz gut, 6-4. Ich bin fürs Limited nicht von ihm überzeugt, ich weiß es nicht. Frontlinien-Kruschok. Sehr gut, Schuppenwächter-Elite und. Oh ja, oh, das ist nett. Seelenfeuer-Großmeisterin, auch bei uns liebevoll genannt Grandmaster Flash, obwohl es nichts mit Flash zu tun hat, aber der Name ist irgendwie toll. Für 2 Mana 2-2 mit Lifelink, alle unsere Spontanzauber-Dexereien haben Lifelink. Und für 4 Mana das nächste Mal, wenn wir einen Spontanzauber in eine Dexerei wirken, können wir die auf die Hand nehmen, anstatt dass sie in den Friedhof geht. Das ist gut, ist auch die erste Mystic hier. Sie ist auf jeden Fall gut, ich weiß noch nicht, wie gut. Für 2 Mana 2-2 Lifelink ist schon mal okay, auf jeden Fall. Und alles macht live, also ob sie turnierrelevant wird, das meine ich. Das ist steht noch ein bisschen in den Sternen. Ich habe sie persönlich noch nicht getestet. Ich war viel am Mentor dran, muss ich sagen. Und ja, müssen wir mal gucken, was passiert. Nett. Flammenfahrtphönix in voll. Oh ja, das gefällt mir. Der gefällt mir. 3 Mana, 2-2 Flying Haste. Greift in jedem Zug an, falls möglich. Mit Wildheit. Wir können ihn dann aus dem Friedhof zurück ins Spielring für nur ein rotes Mana.
sehr, sehr, sehr gut. Typhusratten hatten wir im Two-Headed Giant Pool, also zwei Pre-Release Packs hatten wir uns jeder gekriegt. Genau null. Unfassbar. Fand ich ein bisschen schlecht. Druckpunkt. Glühender Ifrit. Ja, das ist alles so mittelprächtig. Schwachen Jagen, super Limited Removal. Faszination, Absan Klangard. Das ist auch nicht schlecht, wenn man in den Absan-Farben spielt. Demütige Überläuferung ist auch ganz cool. Wendepunkt des Schicksals. Und eine verlassene Ödnis. Schade. Auch eine sehr gute Karte, wie ich finde. UB Control, stark im Kommen, glaube ich, im Standard. 5 Mana zerstört alle Drachen oder alle Nicht-Drachen. Ich denke, da wird es einiges geben. Die Karte wird auch öfters gespielt. Ich finde sie auch aktuell, zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade das Video drehe, ist sie noch preiswerter, als sie meiner Meinung nach wert ist. Also können wir mal gucken, ob da sich noch was am Preis tut. Höhlen des Blutvergießens. Schade, Sultai Runenzeichen. Fortwischen ist auch nicht so schlecht. Grausamkeit, Drachenglockenmönch fand ich auch immer ganz nett im Limited, wenn man in Weiß spielt. Ausgestoßener der Sandsteppe, den finde ich richtig, richtig gut. Für 3 Mana, 2 Einser und ein 1 Einser Flyer, sehr, sehr, sehr gut. Nochmal das gute Kruschok, der Bestientraktor. Blitzkreis habe ich tatsächlich auch nie gesehen auf dem Pre-Release, hat nie einer gespielt. Irgendwie 5 Mana sind es quasi 5 Schaden. Ist eigentlich ganz nett, aber nur wenn man weit vorne ist auf dem Board. Also, na, weiß ich auch noch nicht. Schwachen Jagen, super. Tapfere Haltung, super starke Karte. Protection und Removal in einem für 2 Mana als Ankommen, mega stark. Kriegsbestie, nochmal das Ritual der Auflösung und noch eine Belagerung der Zitadelle, die kennen wir ja auch schon. Gucken wir mal, ob wir noch eine neue Rare aufmachen. Letztes Booster für das erste Video hier. Oh, direkt Schattengriff, super, super Removal fürs Limited. Gnadenlose Instinkte in Foil, fast, schade. So, Schattengriff, super, instant, zerstört eine ein- oder mehrfarbige Kreatur, kann halt nur nicht auf Morph und Manifest schießen, aber finde ich trotzdem sehr, sehr, sehr gut. Schwadeführer, das sind alles so mittlere Karten meiner Meinung nach. Finsteres Kräftemessen ist noch ein nettes Removal, dafür, dass es eine Common ist, super. Freundbeschuss, neutralisierender Strahl, das sehe ich auch noch als ganz guten Spell an, vielleicht mal als Sideboard-Karte im Standard, so im UB Control, falls man gegen Absan spielt, also wo wirklich viele zweifarbige Spells drin sind. Ist echt ein ganz guter Counter, finde ich. Diplomatie der Ödlande und, oh ja, Hüter des ersten Baums und dahinter eine friedliche Bucht. Den finde ich auch nicht schlecht, finde ich, ist so die Absan Figure of Destiny, wer sich noch daran erinnert. Ein Mana 1-1, für 2 Mana wird er zu einer 3-3er-Kreatur, also für 3 Mana 3-3 dann schon mal, ist ganz nett, nur curved halt ganz nett. Für 4 Mana, falls er ein Krieger ist, wird er zu einem Mensch-Geist-Krieger mit Lebensverknüpfen für unser Trampelschaden. Da wurde ich kurz von einem wichtigen Anruf unterbrochen. Letzter Effekt für 6 Mana, Entschuldigung, falls er ein Geist ist, also der zweite Effekt schon aktiviert wurde, kriegt er 5+1+1 Marken und die Fähigkeit kann man aber immer wieder benutzen. Also ist echt ziemlich gut, wie ich finde. Und ja, ist auf jeden Fall eine nette Mythic. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Eigentlich ganz guter Start, würde ich sagen. Da geht aber noch was. Mal gucken, was wir in den nächsten Videos noch aufmachen. Ich bin gespannt, vielleicht noch ein paar schöne Foils. Gucken wir mal. Erstmal sage ich, das Video hat euch hoffentlich gefallen. Und wie immer wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.